Willkommen zurück, Junior. Wir haben beim letzten Mal Baron Flambo besiegt. Und sein Auto freigeschaltet. Jetzt sind wir in einem neuen Gebiet, heißt auch neuer Fahrer. Nämlich passend zur Umgebung grün. Lucky! Natürlich fährt sie auch mit der Farbe, die wir schnell einstellen müssen. Was bei dem so scheiße. Ich suche mal ein Auto, bei dem es nicht kacke aussieht. Aber wenn die geht so irgendwie. Aber die ist so schnell. Ich hole irgendwie den da. Nehmen wir den mit der normalen Reifen. Nehmen wir den. Red Speed und Megahertz wieder. Ich nehme einfach das Auto, weil es echt gut ist. Und sie gehört halt zum Kino. Ich mag sie aber nicht. Ich kann sie, ihre Stimme nicht leiden. Werde ich später sehen, warum. Verdammt! Oh, das kostet Zeit. Aber ich liebe die Musik im Dschungel. Das ist Hammer. Also, die haben jetzt gerade viel zu viel Vorsprung. Was geht hier ab? Wie ein Affe. Scheiße, wo sind die? Da ist Megahertz. Und wo ist Brad? Da ist Brad. Da vorne. Ah, hör auf. Ich hasse dich. Vorne! Oder auch nicht. Alter, wieso rutscht das so? Ich hab gar nicht aufs Gas gedrückt in dem Moment. Auf einmal rutscht der weg. Das ist gerade. Alter! Das landet gerade aus. Komm klar, Mädchen! Wie ein Affe. Sag ich doch, passt zu diesem Gebiet. Trotzdem ist ihr Symbol ein Krokodil. Oder Alligator oder was auch immer. Könnt ihr euch drüber streiten? Fresse! Du willst mich quälen! Ich mach die jetzt nur das? Die haben normalerweise ja zwei Sachen. Das ist bloß umgucken oder was sie sonst hat. Oh, das ist auch nicht besser. Oh. Ich hasse dich. Aber wie gesagt, ein Gebiet muss sein. Ich nehme die Reifen, da rutsche ich nicht so. Rest with Sandy Surf and Sit Back and fahren mit. Statt Megahertz und ich sehe schon Wasser vor mir, das wird spaßig. Ja, ja, genau, rutsch nur euch einen Meilen weiter. Okay, dankeschön. Das Auto ist zum Glück so mega schnell, das ist richtig Hammer. Ich muss mir überlegen. Hey, erster. Oh, hoffentlich bleibt das aber erstmal so. Und jetzt wird die Wasser wieder. Okay. Wir müssten allen weiblichen Fahrer reintun und dann machen die sowas draus. Das finde ich echt scheiße. Emanzipation gab es doch damals noch gar nicht. Das ist im Jahr 2000. Und wegen Frauenquote. Ey, komm. Dankeschön. So, die letzte Runde. Wir sind gerade gut in Führung, glaube ich. Ich sehe jedenfalls den anderen. Nee, auch gerade nicht. Ich bin
mir gerade nicht sicher, ob ich einen gesehen habe oder ob das ein verschwindendes Bild war. Ah, komm. Ist immer noch kein. Wir haben gerade irgendwie. Komm, weiterfahren! Zeit. Was gratuliere! Du hast diesen tollen Preis gewonnen. Du kannst dieses Teil jetzt zum Streckenbau verwenden. Das finde ich gut. Oh, die Fresse. Guck dich einfach nur um, bitte. Ich hasse sie echt. Also ihre Stimme hasse ich. So hoch. So künstlich hoch. Wir bleiben beim Auto. Ich finde es ziemlich gut. Oh, Radium fährt mit. Da fährt bestimmt auch gleich noch Burn Flambo mit. Ah, das ist das letzte Item, an das ich mich erinnert habe. Genau. Der Mega-Reifen behindert, dass man von der Strecke fliegt. Man kann einfach geradeaus drücken und dann rutscht nicht weg. Und man kann auch über so ein Ding einfach rüberfahren. Und das blinkt ja kurz, bevor es aufhört. Und dann kriegt man da mega Vorsprung, weil man einfach auf Gas drücken kann. Übrigens, Items, wenn man eins hat und also eins eingesetzt hat und dann noch eins einsammelt, das aktiviert, dann hebt sich der Effekt vom alten auf. Und man benutzt das zweite. Yay, ich hab noch ein zweites mitgenommen. Das ist mega hammer. Also, kommt man hier richtig gut durch. Auf zwei Rädern fahren tut man natürlich, ne? Damit hat man bessere Haftung. Ist ja logisch, wissen wir alle. Nein, ich hab's verpasst, Schatz. Hui. Damit kommt man hier echt gut durch. Also, das Item ist jetzt hier meiner Lieblings. Items. Was war auch das, woran ich vorhin meinte, dass ich mich noch erinnere? Ne, das war letzte Mal. Ja genau, das war gegen Baron Flambo, meinte ich das. Ja, weiten Vorsprung. Ich habe gerade noch Bremsspuren von einem gesehen. Radium Tank Surf, Digga. Sehr, wir haben es geschafft. Gratuliere! Du hast diesen tollen Preis gewonnen. Du kannst dieses Teil jetzt zum Streckenbau verwenden. Das finde ich gut. Ich mag den wieder mal fest. Das Auto war jetzt gut hier. Okay, warum Flambo fährt nicht mit? Schade. Weil ich habe mich bei ihm vergessen, den Charakter zu so ein. Aber das hole ich gleich mal nach. Ich finde es übrigens cool, das sieht man jetzt gerade schön, dass man auch die Tageszeit verändern kann. Beim Spendenwolfmann verändern, welcher Tageszeit das ist. Ich weiß nicht, ob es schon mal hatten, ich glaube schon. Ich bin da nur nicht drauf eingegangen. Aber ich finde es halt echt eine coole Idee, dass man so die Tageszeit verändern kann, dass ich so aus, wann das eigentlich stattfindet. Ja, wenn man das könnte. Oh, rutsch. So. Das ist echt langes Rennen. Oh. Falls jetzt einer nicht kapiert hat, warum sie so komische Bewegungen gemacht hat, kann froh sein. Ich bin auch ganz froh, dass es nicht passiert ist. Scheiße. Das war nämlich so eine Art Stampfer. Ich bin einfach durchgefahren, sorglos. Das hätte mich auch einfach zerdrücken können in dem Moment. Und deswegen hat sie sich auch so die Hände von mir
gehalten. Ich hoffe, es passiert nicht. Ich hätte es mir zwar gewünscht, aber leider hat es hier nicht erwischt. Ihr seid ein bisschen zu... Oh. Ich setze mich aufs Fahren konzentrieren, nicht aufs Meckern. Oh, gleich... Ah ja, jetzt kommt wieder der Stampfer. Da hat er mich erwischt. Hopp. So, hopp. Oh, schon. Noch zwischen gewesen, wenn ich... Alter, Auto, hör auf zu rutschen. Alter, komm schon. Karre hier, rutscht die ganze Zeit durch die Gegend. Da waren aber gerade ordentlich Bremsspuren. Die hängen, glaube ich, ein bisschen zu runter. Kann das sein? Ich habe so ganz klein wenig. Das war knapp. Surfbrett genutzt, Wenke. Die sind hinter uns gewesen. Und die Schaffung freigeschaltet. Gratuliere! Du hast diesen tollen Preis gewonnen. Du kannst dieses Teil jetzt zum Streckenbau verwenden. Und, was ich noch gar nicht erzählt habe, beim Streckenbau ist es so, die Items, die haben ja jetzt hier so einen Jungle-Touch, aber im Streckenbau kann man sich seine eigene, kann man sich die Welt aussuchen, wenn man fährt. Es gibt ja... Ich weiß nicht, ob das Stadion dann wieder auch als eins zieht, weil ich glaube nicht, man kann in anderen vier Welten bauen. Die sind je nachdem, welcher Welt man baut, sehen die anders aus. Vernetzt jetzt also mit der Welt sehen die anders aus. Wäre komisch, wenn so ein Ding plötzlich in der Stadt stehen würde. Ich weiß auch nicht, was es in der Stadt so ist. Das war knapp. Ich finde das hier ist echt cool, diesen Rappen, wenn die so Tricks machen. Ich bin ja ehrlich froh, dass es das vorletzte Rennen mit dir ist, gewesen ist. Ah, jetzt kommt der Dschungeltyp. Bleib bei dem Auto, was wir haben, weil es einfach gut ist. Ja, man kann ja... Snake! Lego-Muskeln. Snake, Urwald-Champion. Seine Strecke war kompliziert, ne? Ja, mit dem Vulkan, genau. Oh, Mädchen, was kannst du? Die Kanone. Jetzt braucht man den nochmal. Ich glaube, den braucht man hier irgendwo. Was tust du? Ah. Was passiert hier? Warum rutsche ich so? Ist er. Und ich habe den Ring schon wieder nicht bekommen, scheiße. Aber was war das mit dem Ring? Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lang her. Und das sind wir erst. Bam! So. Schön, dass wir vor ihm sind. Dann haben wir wirklich eine Chance zu gewinnen. Ja, rutsch nur weg, wo nicht wirklich was war. Ich komme mit dieser Frau nicht zurecht. Jetzt nur noch Gas geben, na, was geschafft. Yeah!
Und die Kanone auch. Gratuliere! Du hast diese großartigen Preise gewonnen. Yay. Das nächste Auto und die Kanone. Die Kanone ist wirklich mega cool. Also früher habe ich immer gerne Strecken gebaut, dabei habe ich immer Kanonen drin. Hatte ich, glaube ich, sogar mal eine Strecke, wo man sich nur von Kanone in Kanone schoss. Dann meine Kurve kam und sich wieder von Kanone in Kanone schoss. Ach ja, Erinnerung. Na dann. Alter. Ja, damit haben wir den Dschungel abgeschlossen. Jetzt kommt das Eisgebiet. Mit einem Boss, den ich nicht mag. Weil ich bei dem früher oft verloren habe. Aber das sehen wir dann ja beim nächsten Mal. Und dann würde ich jetzt mal die Folge schon beenden. Wir sind schon mal länger dabei. Ich bin 20 Minuten. Sind das jetzt wirklich? Na, fast 18, glaube ich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.